Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge ATS. So. Noch 76 Meilen, also gut zwei Drittel. Geht das schneller als gedacht? So, schauen hier. Vier Stunden. Ah, da haben wir es auch schon so. Obwohl, nee, ist jetzt schon 16 Uhr. Aber ich würde mal sagen, die gehen wir pennen, sobald es dunkel geworden ist. Denn wir haben auf jeden Fall genug Reserve, dass wir pennen können, wann wir wollen. Sehr gut. Wir müssen wahrscheinlich auch mal einmal pennen. Von daher. Easy. Da wurde wieder Cash gemacht. Yeah. Und so können wir die ersten Minuten zurückzahlen. Nice. Jedenfalls brauchen wir nicht, weil wir wollen eh noch einen LKW kaufen, denn. Wobei, da dürfte allein das reichen, was wir verdienen. Wir haben auch so über 130.000 oder irgendwie so was. Ach, 140.000 sogar. Das geht, das reicht also locker für weitere LKW. Ernsthaft jetzt hier? Opfer. Einfach nur ein Opfer. Vote Rage Mode activated. Vorne ist auch schwer, schon langsam. Oh ja, schon wieder Elefanten drin da vorne. Ja, leck mich doch.
Hier ist aber bergauf, ey. Holy shit. Hier geht's dann schon mal ab. Holy shit. Ey, guck mal, der LKW rät sogar 80 und das, obwohl er nicht mal antreibt. Ha. Einfach zu stark, der Junge. Langsam geht der Sonnenuntergang. Wird hier gerade schon wieder ein bisschen dunkler. Wir werden also bald mal eine Raststätte suchen. Wie lange genug Zeit haben wir dafür noch? Na ja, gut, eine Stunde. Ich würde mal sagen, bei der nächsten Raststätte, die sich anbietet, fahren wir rein. Entschuldigung. Was macht der da vorne schon wieder? Da. Ey, Digga, was los mit Ihnen? Kommen Sie mal klopfen, ihr Leben. Langsam mal werden so alle. Was ist jetzt? Gibt ihr mal Gas hier?
Ja, die Sonne ist echt am Verschwindibussen. Auf 65er Stelle, ernsthaft? Ja, ich glaube, das City. Gut, bietet sich natürlich für uns dezent an, weil wir wollten ja eh Raststätte und so. Ah ne, ist eine Kreuzung. Was ist das für ein Bullshit? Mal schauen, mal hier auf Navi gucken. Nee, das war nicht das Navi. Das war das Navi. Das sieht aber schlecht aus mit. Das sieht aber super schlecht aus hier. Gut, hier ist eine etwas abge... Ah nee, ist nicht. Müssen wir ein bisschen was verkaufen. Achso, na gut, okay, wir könnten da pennen. Das heißt, das wäre hier eine Option, wenn auch sehr abgelegen. Ich glaube mal, die bietet sich mehr an. Haben wir gleich alles. Und die paar Meter machen auch keinen Unterschied mehr. Weil es hier ohne scheiß Kreuzung. Und das mit unserem Auflieger machbar, aber super behindert. Eieiei. Hoffentlich halten wir es noch durch. Ich meine, wir haben noch eine anderthalb Stunden. Aber ja. Ah, Bett ist schon rot. Hä? So schon. Ich dachte, das Bett wird immer erst eine Stunde vorher frühestens rot. Lol. Ja, der ist natürlich wieder auch wieder innerhalb der City, das heißt maximal 55. Das macht die Sache nicht besser. Aber langsam sich das Licht einschalten hier. Ah, das hat auch gerade erlernen. Post ja. Ist schon wieder so bewölkt, oder? Ah, nee. Hm. Sieht noch nicht unbedingt nach Regen aus. Ich weiß. Normalerweise könntest du einfach hier jede Abfahrt runterfahren und du von der Stadt dich hinstellen. Diese Schlafplätze sind so kacke. Letztens haben wir deswegen auch Unfälle gebaut. Ich weiß nicht, ob es schon bei ATS war oder ob es noch bei ETS war. Aber war genau gleiche Scheiße. Da kommt der Junge einfach auf meine Spur. Da wollte ich doch gerade drauf. Arschloch. Also, der hinter uns. Und schon ist es dunkel. Aber hinter uns sieht es echt geil aus.
Wir lassen uns jetzt aus der City raus. Können wir da so ein bisschen schneller fahren. Warum bremst du jetzt so? Oh. Weil hier nur 65 erlaubt sind. Ja, das könnte es erklären. Vorne geht's für uns raus, I guess. Oder? Ah, ne, ist nur eine Kurve, allgemein. Ah, da vorne geht's raus. Ein kleiner blauer Pfeil. Aber es ist gerade dunkel. Ich muss einfach meine Bildschirme wieder einschalten hier. Okay, Trax müssen geradeaus. Okay. Und jetzt mal hin, ne? Hier können wir auch überall pennen, aber wir dürfen hier nicht pennen. Okay. Was ist denn da los? Wir haben es aber gerade nicht berührt. Dafür ist er zu weit weg. Ach, da hinten ist eine Einfahrt. Ah, okay. Okay. Ja, da kommen wir rein. Hä, warum blinkt? Wir begrünen doch gar nicht. Wann los, wenn wir noch kommen? Aber kann es sein, dass die Fahrzeuge, dass die LKWs im Boden drin stecken? Ja. Hier sind wieder rumwackeln? Die sind zu tief platziert. Ja. So stehen sie normalerweise. Und der eilt hier schon rum. Ich schätze mal, der Auflieger drückt den runter. Und du siehst doch hier bei den Reifen ganz leicht, dass sie abgeschnitten sind. Das heißt, die LKW ist in der Straße drin. Ein bisschen. LOL. Aber
Sind wir vielleicht bei mehreren LKWs? Interessant. So, wir müssen mal ganz kurz unseren Auflieger hier abkuppeln. Wie gesagt, normalerweise würde man natürlich da draußen, da wo die ganzen anderen LKWs parken, parken, weil, ne, genug Platz und so. Jetzt der nächste? Ja, gut. Wie LKWs da rumwabbeln. Alter, was ist denn da los? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Und jetzt hier gleich 3, 4 LKWs oder so. Das ist doch verrückt. Jetzt wabbelt der da vorne auch rum, obwohl der vorhin noch sauber stand. Immer wenn wir in der Nähe vorbeifahren. Was? Okay. ATS macht mir dezent Angst. So, wir fahren mal hier bei der Werkstatt vorbei. Was ich mir davon erhoffe. I don't know. Oh. Ja, sieht eigentlich alles gut aus. Oh, mal ein paar neue Reifen raufziehen hier. Motor haben wir schon der stärkste. Ja, okay. Ja. So. Dann gucken wir auf jeden Fall mal kurz bei der Bank vorbei. Und geben schon mal einen zurück hier. Wobei, lohnt sich nicht. Weil, wie gesagt, wir kaufen eh gleich einen neuen. Aber schon. So. Ja, aber wenn wir mal ein Kohle ausgeben hier. Dann das wird auf jeden Fall teuer. Der LKW war ja fast leer. Na gut, $1000. So, hier geht's jetzt raus. Wetten die LKW, die fangen auch alle an zu hupen. Nö. Okay. Ich dachte einfach schon, es fangen jetzt einfach alle LKW an zu hupen, wo wir in der Nähe vorbeifahren. So rein vor, I don't know. Straße frei, let's go! Warum nicht die ganze Zeit? Wollte ich mal sagen, wir machen aber hier erstmal an der Stelle mal Pause. Und zwar vollen Pause. Bevor es auf die Autobahn raufgeht. Auf der Freeway. So. Genau. Na dann. Bis dann.